Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ihr merkt es wahrscheinlich an meiner Stimme, die Genesung, sie schreitet voran. Natürlich gibt es da im Hinterkopf immer noch das kleine Männchen, das da so sagt, da ist doch noch was, da kommt noch was nach. Aber ich glaube, ich bin gut auf dem Weg der Genesung. Das Gesundheitsamt hat jetzt angerufen, nochmal. Ich bekomme eine Quarantänebescheinigung. Bitte verstehen Sie das jetzt nicht als Kritik an den vielen aufopferungsfreudigen und bereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber irgendjemand sollte denen schon sagen, und das ist Aufgabe der Führung, dass jemand, der 10 Tage in Quarantäne ist, nicht nochmal eine Quarantänebescheinigung braucht. So, 10 Tage, dann habe ich 4 bis 5 Tage Ansteckungszeit gehabt, bin nochmal bis Samstag in Quarantäne, das sind dann 18 Tage. Jetzt fällt mir schon langsam das Dach auf den Kopf und ich bin voller Ungeduld. Ich will zurück zu meiner Arbeit. Bei mir heißt es ja die Politik. Und wer mich heute auf Social Media erlebt hat, der hat gesehen, dass ich wieder der Alte war, der TS, der kämpft für das Thema der Bildung. Wo ich gesagt habe, Corona ist die Chance, damit wir Bildung nicht nur, aber auch digitalisieren. Da hilft ja auch kein Jammern, dass die Lehrerfortbildungen, Ausbildung nicht ausreichend ist. Das sind Themen für die Normalzeiten. Jetzt in der Krise, da müssen wir schnell ran, da müssen wir die ganzen Start-ups, die heute schon für Millionen von Schülerinnen und Schülern gute Services machen, die müssen wir aktivieren. Wir müssen die jungen Leute aktivieren, dass sie ihren Lehrerinnen und Lehrern das Online-Lernen beibringen. Und natürlich müssen wir die Politik fordern, so schnell wie möglich auch die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Jahr 2020 nicht ein verlorenes Jahr für die Bildung unserer jungen Generation wird. Ihr merkt, ich bin wieder der Alte und bitte vergesst nicht, 70-80% aller Menschen in diesem Lande werden infiziert. Und dem überwiegendsten Teil wird es so gehen wie mir. Auf und ab, Höhen und Tiefen, aber nicht so, dass man ins Krankenhaus muss. Wir stehen das gemeinsam durch. Einen guten Abend.